Herr Regierungsrat, Spektabilität, Herr Dekan, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, IWP, an der Universität Luzern zum heutigen Vortrag mit Kollege Professor Marc Schelker. Ich möchte ihn sehr herzlich in unserem Kreise begrüßen. Marc Schelker wird zu einem Thema sprechen, das uns alle unter den Nägeln brennt. Dem Staat. Als Finanzwissenschaftler, der er ist, steht der Staat im Zentrum der Analyse. Was soll der Staat? Was tut der Staat? Warum wächst der Staat? In den letzten Jahren haben die Ansprüche mancher Interessengruppen an den Staat stark zugenommen. Sei es im Bereich des Klimaschutzes, der Gesundheit, der Sozialpolitik oder auch der Rolle als Regulator. Und immer kommt die Ausweitung der Kompetenzen mit der Frage der Anmaßung. Genauer der Frage nach dem übergriffigen Staat. Sie sehen den Titel hier. Dem übergriffigen Staat, der ohne Mandat in das Leben und Geschäften seiner Bürger eingreift, so leise und schleichend wie gründlich. Mit diesem übergriffigen Staat verbindet sich sowohl ein Ausrufezeichen als auch ein Fragezeichen, wie Sie sehen. Ein Ausrufezeichen, weil der Staat nicht übergriffig sein dürfte, sondern die Freiheit seiner Bürger schützen müsste. Ein Fragezeichen, weil sich ernsthaft die Frage stellt, ob und wie sich die Übergriffigkeit des Staates eigentlich genau dingfest machen lässt oder ob es eine Chimäre ist. Die Schweiz ist in Sonntagspredigen stolz auf ihre liberalen Tugenden. Dazu gehört ein schlanker, dazu gehört ein effizienter Staat, der sich der wirtschaftspolitischen Herausforderungen pragmatisch annimmt. Es ist nicht überraschend, dass die offizielle Bezeichnung unseres Staates denn auch die Genossenschaft in ihrem Namen trägt. Es soll die Governance unseres Staates als Bottom-up-Organisation umschreiben. Der Mensch in der Gesellschaft ist Teil des Staats. Der Staat ist für die Menschen da und nicht umgekehrt. Soweit die Staatsraison, soweit die Idee Suisse. Der schlanke Staat ist allerdings in weiten Teilen ein Mythos, der dem säkularen Trend der Bürokratisierung, der Spezialisierung nicht entspricht. Es wirkt auch in der Eidgenossenschaft das Wagnersche Gesetz, also das Gesetz der wachsenden Staatsausgaben bei wachsendem Wohlstand, benannt nach dem Ökonomen und Kathetersozialisten Adolf Wagner, der es 1892 als die Kathetersozialisten dem damaligen Reichskanzler Bismarck trotzten. 1892 hat er es formuliert. Er schrieb, dass bei fortschrittlichen Kulturvölkern regelmäßig eine Ausdehnung der Staatstätigkeit und der gesamten öffentlichen durch die Selbstverwaltungskörper neben dem Staate ausgeführten Tätigkeiten erfolgt. Das Gesetz von Wagner ist analytisch zwar nicht wirklich ergiebig, weist aber auf einen Trend hin, der in fast allen Staaten über die Zeit zu beobachten ist. Der Staat wächst bei steigendem Wohlstand, bei wachsendem Wohlstand. Sein Einfluss nimmt über die Zeit zu. Wir sind auf dem Weg in irgendeinen Etatismus, aber ist er damit eigentlich schon übergriffig? Ist dieses Wort gerechtfertigt? Das wollen wir heute diskutieren und wir wollen es tun mit einem Blick auf die Regulierung. Einen Blick auf die Regulierung als entscheidende Triebfeder staatlichen Handelns. George Stigler, der Ökonomie-Nobelpreisträger von 1982, hat die Forschung in dieser Frage entscheidend vorangebracht. Seine Erkenntnis: Regulierung wird nicht nur durch das redliche Bestreben angetrieben, offensichtliches Marktversagen, also der Grund für Regulierung, zu verhindern, sondern auch durch beidseitiges Eigeninteresse von Politik und von Wirtschaft, also von Verwaltung und Management. Stigler legt den Fokus auf einen bisher vernachlässigten Punkt, nämlich, was man im Englischen so schön als Capture bezeichnet, also der regulatorischen Vereinnahmung.
Diese regulatorische Vereinnahmung führt in der Tendenz zu einer komplexen, einer detailgesteuerten, einer personalaufwendigen Kontrolle der Branche, die er gerade durch die hohe Regulierungskomplexität neue monopolistische Spielräume schafft. Zuletzt verstehen nur noch Experten die Materie en Detail, hochspezialisierte Beamte und oberste Unternehmensjuristen. Und so entsteht natürlich auch ein Drehtüreffekt, der in der Schweiz längst zu beobachten ist. Regulierte und Regulierer wechseln laufend ihre Rollen. Das Thema ist anspruchsvoll und es bedarf der empirischen Evidenz. Daher freut es mich sehr, dass uns ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet seine aktuellen Forschungseinsichten präsentieren wird. Es ist Professor Dr. Marc Schelker. Er lehrt Finanzwissenschaft an der Universität Fribourg im Üechtland und hat dort den Lehrstuhl für Finanzwissenschaft. Deshalb ist er Finanzwissenschaftler. Zudem ist er Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen, sitzt im akademischen Beirat des IWP, was uns sehr freut. Seine Forschungsinteressen umfassen die Finanzwissenschaft, öffentliche Finanzen, politische Ökonomie, Wirtschaft und Sozialpolitik. Wir sind sehr gespannt, lieber Marc, auf dein Referat. Herzlichen Dank, bist du bei uns. Das Wort ist dir. Okay, wunderbar. Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Vielen Dank an Christoph, an René für die freundliche Einladung. Es freut mich, heute hier zu sein. Sie haben in der Einleitung schon gehört, es geht um die Frage des übergriffigen Staates, also der Staatsgröße. Und ich möchte etwas Empirie hier anbringen, etwas zuerst mal fokussieren dort, wo das Licht drauf steht, was wir alle schon kennen, also nichts Neues für Sie. Werde dann versuchen, etwas den Schatten zu beleuchten und einige Themen einzubringen, die eben möglicherweise etwas unserem Blick entweicht. Also wie groß ist der Staat? Erste Frage, die man sich stellt. Und da gibt es standardisierte Größen, wie das berechnet wird. Das sind typischerweise irgendwelche Quoten. Das sind Ausgabenquoten, also Staatsausgaben dividiert durchs Bruttoinlandprodukt. Man könnte das auch durch die Anzahl Personen, also pro Kopf, dividieren. Was da ein bisschen fehlen würde, wäre die Wirtschaftskraft, dass man normalisiert das um die Wirtschaftskraft mit dem Bruttoinlandprodukt hier. Es gibt die Einnahmenquoten, gleiches Thema, einfach auf der Einnahmenseite. Und natürlich am Schluss die Schuldenquote, die wir wahrscheinlich am besten kennen. Wie sieht denn das aus? Ich habe einfach einmal die OECD-Daten genommen, habe die geplottet seit 1995. Was wir sehen, sind die Nachbarstaaten, angereichert um UK, USA, Schweden und Griechenland. Und was wir sehen ist, Staatsquoten so um die 50%, manchmal höher, 60% fast in Frankreich, auch Deutschland, gewisse Reduktion zu Beginn und dann Stabilität und durch Corona diesen Aufwärtsjump. Wir sehen Griechenland sehr unterschiedlich, hier mit der Schuldenkrise und dem Bruttoinlandprodukt, das sich stark reduziert hat, sieht man, dass die Quote sich erhöht. UK und auch die USA auf tieferem Niveau, aber mit sehr viel Dynamik drin. Jetzt die Schweiz, ziemlich langweilig, hier unten so um die 35%, ein bisschen Corona-Sprung, aber im Prinzip wieder ja, gegen die 35%. Eigentlich Ausgabenseite Schweiz im Vergleich ziemlich langweilig. Einnahmenquoten, hier spiegelt sich ein ähnliches Bild, so Österreich um die 50%, Frankreich, Deutschland tiefer. Schweden, sehr interessant, die haben große Reformen gehabt in den 90er Jahren, die hatten Staatsquoten von um die 60%, viele Reformen und auch sie sind um die heute so 45%, 48%. Griechenland, starker Anstieg, auch stark wieder getrieben durch das Bruttoinlandprodukt, das sich verkleinert hat, also wenn sich im Nenner etwas tut, auch dann bewegt sich dieser Quotient. USA und UK. USA tiefer bei der Einnahmenquote als die Schweiz. Schweiz wiederum ausgesprochen stabil, um die 35%. Aber auch hier wenig Aktivität seit den Mitte 90er Jahren.
Was Sie vielleicht schon gedacht haben, ist, vorhin haben wir die USA gesehen mit einer Ausgabenquote deutlich höher, um die 45%. Und diese Differenz, die wir hier sehen zur Einnahmenquote, sollte sich irgendwo widerspiegeln. Ja, typischerweise die Defizitquote. Und das sehen Sie hier. Hier haben wir die Defizitquoten für den gleichen Zeitraum, wiederum OECD-Daten. Und Sie sehen hier, dass die Defizite stark schwanken, aber zum Teil beträchtlich sind. Momentan 21er Zahlen, 11% Defizitquote. Wir sehen auch in anderen Ländern typischerweise negativ, das heißt Defizite in fast allen Nachbarländern, große Defizite in Griechenland und wiederum die Schweiz nach Einführung der Schuldenbremse, etwa hier sehen wir Defizitquoten positiv, das heißt im Prinzip sind das hier Überschüsse oder um die Null herum pendelnd, was wir erwarten würden, gegeben, dass wir diese Schuldenbremse haben. Nicht überraschend wird sich das auch auf die Schuldenquote übertragen. Und so sieht das aus für die Schweiz und die Nachbarländer UK, US, Schweden und Griechenland. Wiederum die Schweiz, zuerst mal um die 50%, hat sich aber stabilisiert unter 40%, auch nach Corona wieder. Im großen Unterschied, Länder, die hier stark ansteigen, sind Griechenland über 200%, aber auch Österreich ist mittlerweile um die 100%, Deutschland um die 77% und auch Frankreich fast bei 120%. Schuldenstand relativ zur Wirtschaftsleistung. Also was wir hier sehen, ist sehr ein unterschiedliches Bild, unterschiedliche Trends, wogegen die Schweiz relativ stabil im unteren Bereich sich ansiedelt. Also vereinfachend gesagt haben wir relativ stabile Ausgabenquoten, Einnahmenquoten und Schuldenquoten. Im Vergleich zu Nachbarländern und diesen anderen Ländern, die ich genannt habe, sind wir relativ tief vom Niveau her und wichtiger noch, vom Trend her sehen wir nicht diesen Aufwärtstrend bei Schulden und Defiziten oder starke Schwankungen, sondern wir haben relativ viel Stabilität. Jetzt könnte man sagen, es ist natürlich alles gut. Es gibt natürlich einige Dinge, die noch fehlen. Und zwar, die Schweiz hat im Unterschied zu anderen Ländern leicht andere Art, wie wir einige Dinge organisieren. Genannt seien das Gesundheitswesen. Hier ist ein Teil, der quasi staatlich verordnet ist, aber privat abgewickelt, also wir sind alle, müssen eine obligatorische Krankenversicherung haben. Der Teil, ein Teil dieser durch die Krankenversicherung privat finanzierten, aber obligatorischen Abgaben, die sind in diesen Zahlen nicht drin. Im Unterschied zum Beispiel zu England, wo das gesamte Gesundheitswesen mit drin steht. Auch bei der Altersvorsorge, zweite Säule, auch hier haben wir mandatiert, also obligatorische Abgaben in den Pensionskassen, die auch direkt nicht sichtbar sind in der Staatsrechnung. Wenn man das hinzufügen würde, kämen wahrscheinlich etwa 10 Prozentpunkte hinzu und wir wären wahrscheinlich vergleichbar von der Staatsquote her wie Deutschland, so vom Niveau, so plus minus. Am Trend würde sich wahrscheinlich nicht so viel ändern, aber vom Niveau her würden wir deutlich weniger gut aussehen. Nun, was man vielleicht hier sagen kann, das sind vergleichsweise gesunde und nachhaltige Finanzen. Warum nachhaltig? Eben, weil wir keine großen Trends in Ungleichgewichte sehen. Woran liegt das? Erste Frage, die wir uns stellen können. Und das, ja, gegeben, dass Sie die Lebensrealität in der Schweiz gut kennen, sind es typischerweise halt finanzpolitische Institutionen, die sehr stark ausgebaut sind. Auch im Unterschied zu anderen Ländern, die das viel weniger haben. Erstens zu nennen sind natürlich sehr direkte Regeln auf das Finanzgebaren, das sind Fiskalregeln, das sind Budgetregeln, typischerweise auf Kantonsebene, wo man nur ausgeglichen budgetieren darf. Wenn man einen Fehlbetrag hat, muss er dann regelbasiert abgetragen werden und auf Bundesebene natürlich die sehr bekannte Schuldenbremse. Die Schuldenbremse ist eigentlich eine Ausgabenlimite, die sich an die Trendeinkommen anknüpft. Im Prinzip ist die Idee, dass wir über den Konjunkturzyklus hinweg ausgeglichene Finanzen haben. Das kennen Sie aber alles. Weiter wichtiger finanzpolitische Institution ist natürlich Föderalismus. Der Wettbewerb zwischen den Kantonen um Steuerzahler, um Standortvorteile, um mobile Steuerbasen. Und da gibt es schöne Forschung vom Kollegen Schaltegger, auch Lars Feld, auch im Beirat, also einige Leute hier am IWP sehr aktiv, die gezeigt haben, dass Föderalismus, dieser Wettbewerb, typischerweise Ausgaben, Einnahmen, Steuer und Defizit senken wirken. Es gibt weitere sehr spezifische Institutionen, die eine finanzpolitische Dimension haben. Das ist einerseits natürlich direkt das Finanzreferendum, also die direkte Demokratie, wo quasi obligatorischerweise bei gewissen Schwellenwerten die Bürgerinnen und Bürger
abstimmen können. Wir wissen aus der Forschung wiederum, Christoph Schaltegger, Lars Feld und viele weitere, dass auch dies eher dämpfend auf die Staatsausgaben wirkt, weil im Normalfall Bürger und Steuerzahlerinnen und Steuerzahler etwas fiskalisch konservativer sind. Es gibt weitere Spezifikas für die Schweiz, das war lange Zeit eines meiner Steckenpferde, die Frage der Finanzkontrolle. Typischerweise gibt es interessante institutionelle Arrangements auf Gemeindeebene. Das sind die Rechnungsprüfungs- oder Geschäftsprüfungskommission, Finanzkommission genannt. Und die sind sehr unterschiedlich zwischen den Kantonen. Es gibt einige Kantone, da funktioniert das wie ein Revisor. Die prüfen einfach, ob richtig verbucht wird. In anderen Kantonen können die sich gebärden wie im Prinzip eine institutionalisierte Opposition. Die dürfen alle Projekte anschauen. Sie können zu allen Projekten Stellung nehmen und in einigen Kantonen sogar Gegenvorschläge machen. Also dann im Wettbewerb um Gemeinderatsvorschlag versus RPK-Vorschlag. Und was wir dort finden, ist eine stark steuer- und ausgabensenkende Wirkung. Es gibt also diese Spezifikas, die über die bekannten Föderalismus, direkte Demokratie und Fiskalregeln hinausgehen. Also vielleicht sind das einige der Gründe, warum wir relativ stabile öffentliche Finanzen sehen in der Schweiz. Alles gut, stellt sich natürlich hier die Frage. Also hier haben wir viel Licht drauf. Wir kennen alles standardisierte Angaben, diese Quoten. Wir haben die Staatsrechnung, die ist relativ transparent. Viele Leute wissen mehr oder weniger, was etwa der Zustand ist. Was wir viel weniger kennen, sind andere Bereiche. Und womit hat das zu tun? Also finanzpolitische Indikatoren geben nur ein sehr partielles Bild. Denn der Staat ist über die Finanzpolitik hinaus tätig, in der Regulierungspolitik und in unterschiedlicher Maße. Das heißt, wir haben große Unterschiede in der Beobachtbarkeit dieser staatlichen Aktivität. Denn was ist das jetzt genau, regulatorische Aktivität, wie sie Christoph Schaltegger bereits eingeführt hat? Und die Transparenz über diese Aktivität ist sehr unterschiedlich. Und deshalb einer der Gründe für uns, uns zu überlegen, ob wir das irgendwie sichtbar machen können und messbar machen können. Und darauf werde ich den größten Teil des rechtlichen Referats auslegen. Also was liegt denn nun im Schatten? Einerseits, und da möchte ich nicht allzu lange drauf verwenden, explizite versus implizite Schulden. Ich werde gleich darauf zurückkommen, was das bedeutet. Regulierungspolitik quasi als der Zwillingsbruder, der Zwillingsschwester der Finanzpolitik. Und am Schluss möchte ich noch etwas über öffentliche Unternehmen sagen, die mehr und mehr staatliche Aktivität sich ausdehnt in die Privatwirtschaft. Das sind im Prinzip meine drei Elemente, über die ich sprechen möchte, im Prinzip ein bisschen im Schatten dieser Staatsaktivität. Also, wo ist denn der lange Schatten? Einerseits explizite versus implizite Staatsschuld. Was Sie bereits gesehen haben bei der Schuldenquote, ist die explizite Schuldenquote. Das sind im Prinzip Schulden, die auf den Finanzmärkten oder auch bei Banken als Fremdfinanzierung beispielsweise der Gemeinden und auch in der Buchhaltung sichtbar sind. Das sind diese 40% plus minus, die Sie gesehen haben. Implizite Staatsschulden, das sind im Prinzip die Versprechen, die Zahlungsversprechen, die heute aufgrund von Gesetzen und Verordnungen gemacht werden, die in Zukunft erst Finanzflüsse auslösen. Und das relativ zur aktuellen Gesetzgebung auf der Einnahmenseite. Und Sie können sich vorstellen, Beispiel AHV, viel Diskussion zur Frage, ist die AHV nachhaltig finanziert? Und wir wissen, da kommen große Lücken auf uns zu. Das stimmt aber auch für andere Bereiche, Krankenversicherungswesen, Bildungswesen etc. Also demografische Veränderungen spielen hier eine große Rolle. Und hier gibt es einiges an Forschung. Da werden Generationenbilanzen gemacht für unterschiedliche Länder. Und für die Schweiz kommt raus, dass wir eine implizite Schuldenquote von zwischen 300 und 350% haben. Nun, das ist jetzt eben keine explizite Quote, sondern es sind Versprechungen in der Zukunft, die man im Prinzip reduzieren kann, wenn man Gesetzesänderungen macht. So geschehen zum Beispiel im Kanton Freiburg die Staatskasse des Staates, die Pensionskasse des Staatspersonals war mit etwas mehr als einem Drittel unterfinanziert. Also die haben 5 Milliarden Rentenversprechen gemacht, hatten aber nur 3 Milliarden auf der hohen Kante. Und da gab es eine Gesetzesänderung und die 2 Milliarden gingen verloren. Das waren natürlich dann die Rentenversprechen, die auf der aktuellen auf den aktuellen Staatsangestellten, auch mich,
im Prinzip reduziert worden. Also man kann diese Lücke auch durch eben regulatorische Dinge schließen. Man könnte auch natürlich die Einnahmenseite anpassen, aber das sind relativ große Beträge, über die wir hier sprechen. Das ist ein Teil und das ist relativ wichtig zu sehen, einfach weil wir halt, wenn wir da denken, dass wir nachhaltige Finanzen haben, können wir nicht nur den expliziten Teil anschauen, wir sollten auch im Sinne haben, wie wir unsere Sozialsysteme aufgebaut haben. Also, Haupteinsicht, implizite Staatsschulden sind typischerweise deutlich größer als die expliziten, vor allem im Schweizer Beispiel ist das sehr ausgeprägt. In anderen, zum Beispiel Griechenland, haben positive, also einen positiven Beitrag. Sie haben nicht eine implizite Staatsschuld, sondern eigentlich einen Beitrag. Und die Lücke wäre kleiner, wenn man das gesamthaft betrachten würde. Also sind, die Länder sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Die Schweiz in diesem Bereich nicht besonders gut. Zum zweiten Teil, und das ist der Hauptteil dessen, was ich heute Abend hier vorbringen möchte, das ist gemeinsame Arbeit mit Simon Lüchinger, hier Professor an der Universität Luzern. Das sind gemeinsame Arbeiten, die sich schon eine Weile hinziehen. Wir haben viel Daten in den Archiven aufgearbeitet und ich möchte Ihnen etwas näher bringen, wie wir über Regulierung nachdenken können. Ich möchte auch sehr transparent sein, wo die Limitierungen sind unseres Ansatzes. Also was tun wir? Wir sehen Regulierungspolitik als alternatives Politikinstrument zur Finanzpolitik. Sie können sich das vorstellen, Sie können einerseits im Umweltbereich vielleicht, könnten Sie sagen, okay, wir machen Grenzwerte für die Emission von irgendwelchen Ausstößen, oder Sie können sagen, wir geben Subventionen für eine Reduktion, zum Beispiel CO2, oder wir könnten CO2 auch besteuern. Zwei Maßnahmen, also Subventionen und die Besteuerung, die generieren finanziellen Fluss, den wir dann sehen würden in der Staatsrechnung. Hingegen Grenzwerte etc. generieren das nicht. Ist aber gleichwohl staatliche Aktivität, die wichtig ist. Nun, die große Frage ist, können wir denn Regulierung messen? Wenn es einfach wäre, hätten wir heute schon standardisierte Maße. Wenn es sehr gute gäbe, würden sie wahrscheinlich konstruiert. Natürlich haben wir auch sehr gute, aber wir haben natürlich Maße, die auch einige Probleme beinhalten. Ich möchte hier sehr transparent sein. Was wir messen werden und die Daten, die ich Ihnen zeigen möchte, sind die Regulierungsaktivität. Das sind die jährliche Anzahl geänderter Erlasse oder der geänderten Seiten auf Bundes- und Kantonsebene. Also jetzt können Sie sagen, ja gut, ein Erlass, ich meine, Sie können reinschreiben, jeglicher Tausch von Gütern und Dienstleistungen ist verboten. Das wäre eine absolute Katastrophe, wäre nicht mal eine Seite Regulierung. Sie können ein Riesengesetz haben mit unglaublich vielen Details, die eh niemanden betreffen und das hat keine Wirkung. Also ist natürlich, das Zählen von Seiten und Erlassen hat Nachteile. Jedoch denken wir, dass es eine interessante Dimension hat. Im Durchschnitt, denken wir, zeigt die Aktivität im Prinzip, wie stark der Staat sich jeweils in unterschiedlichen Dimensionen wieder eingreift und die Regeln ändert. Sie können sich vorstellen, möglicherweise staatliche Akteure, die haben eher den Ansatz, dass sie sagen, wir möchten Rahmenbedingungen geben. Sie stellen sich vor, ein Fußballspieler, gibt es Regeln, wie Fußball gespielt wird. Diese Regeln können eher eng sein, eher relativ viele Regeln oder etwas breiter gefasst und dann wird gespielt. Versus ein staatlicher Akteur, der in diesem Bild auch während des Spiels mit Regeländerungen eingreift. Und dabei müssen die Spieler wissen, was jetzt neu die Regeln sind und sich konstant up-to-date halten. Die Idee ist hier, dass Aktivität und Änderung dazu führt, dass sich Leute, Unternehmen, auch Individuen konstant anpassen würden. Und deshalb denken wir, dass dieses Maß der Änderungskadenz interessant ist. Es ist kein allwissendes Maß, es ist kein perfektes Maß, aber im Vergleich, vor allem dann auf der Kantonsebene, denken wir, kann es Einsichten generieren. Es gibt auch den Regulierungsbestand. Häufig hören Sie hier von Regulierungsdichte. Das sind Maße, die den Bestand messen. Also was sind die Anzahl Gesetze, Verordnungen, die an einem gewissen Zeitpunkt, einem Jahr typischerweise, in Kraft sind. Und das können zum Teil, keine Ahnung, wenn Sie noch alte Gesetze haben über den Bau von Schreibmaschinen, sind die weniger relevant, als wenn Sie andere Bestände haben. Das sind Maße, Avenir Swiss baut solche Maße, ist interessant. Wir haben solche Maße auch, vor etwa bis 2006 können wir auch die Anzahl Schriftzeichen messen. Ich werde das nur kurz illustrieren, ich werde vor allem auf der Aktivitätsseite bleiben, weil dies hier das Spiel im Prinzip beeinflusst, weil man sich konstant anpassen
muss. Also ähnlich wie im Fußballbeispiel, auch wenn es viele Regeln gibt im Fußball, sie werden sich darauf einstellen, eine Strategie haben und danach spielen. Und die Änderungskadenz ist, wie sie sich konstant darauf einstellen müssen. Gut, was ich auch sagen möchte, ist mehr Regulierung oder weniger Regulierung besser? Das ist extrem schwierig zu sagen, weil es kann sein, dass durch eine sich schnell verändernde Welt, Globalisierung, Deglobalisierung, wirtschaftliche Schocks, auch häufig angezeigt ist, dass regulatorische Anpassungen kommen. Es gibt keine fixe Interpretation, ob Regulierungsaktivität nun schlecht oder gut ist. Also auf diese Spiele möchten wir nicht eingehen. Was wir aber zeigen werden, ist, wir werden vergleichen, wie die Kantone mit den gleichen Problemen umgehen. Und Sie werden sehen, dass hier der Unterschied sehr groß ist. Okay, wie sieht das denn jetzt aus? Wir beginnen mal mit, wie wir das messen, also Bundesebene. Wir haben Daten seit der Staatsgründung, seit 1848, in den Archiven erarbeitet. Wir wissen pro Jahr die Anzahl geänderter Erlasse, die Anzahl geänderter Seiten und wir kennen sie pro Kategorie, ob es auf der Ebene Verfassung ist, Gesetze oder Verordnungen und Dekrete. Verordnungen kommen aus der Exekutive, Dekrete aus der Legislative, internationale Verträge und anderes. Das sind Dinge, die wir nicht direkt zuteilen konnten. Wir machen dasselbe auf Kantonsebene. Hier ist der Aufwand noch deutlich größer. Es sind 26 Arten von Archiven. Zum Teil werden solche Änderungen, zum Beispiel im Kanton Appenzell, haben sie diese Änderungen in Kartonschachteln gelagert. Auch nicht unbedingt nach Jahren. Für einige Zeiträume, für ein paar Jahre, konnten wir das in Appenzell-Innerrhoden nicht evaluieren. Aber für den ganz großen Teil seit 1908 haben wir diese Masse bauen können. Beginnen wir mit der Bundesebene. Sie sehen hier, das sind die Verfassungen, da gibt es ganz wenige, das sehen Sie gar nicht, schwarze Pünktlis. Ja, Verfassung gibt es halt ein Dokument, das müssen Sie auch gar nicht sehen, das ist im Prinzip nichts. Gibt ganz wenig. Und das sind halt immer nur wenig, weil wenn die Verfassung geändert wird, würden wir sehen, es gibt eine Änderung. Im Moment sind es nur die Erlasse, noch nicht die Seiten. Das ist noch nicht das Interessante. Schauen wir uns mal die Gesetze an. Seit 1848 sehen wir hier die Änderungskadenz, die jährliche Anzahl von Änderungen auf Gesetzesebene. Und Sie sehen hier so eine leichte Erhöhung ab vielleicht den 90er Jahren, hier so ein bisschen Trend. Jetzt können Sie sich vorstellen, ich hätte die Skala nicht so gewählt, wenn nicht noch was kommen würde. Schauen wir uns mal die Verordnungen an. Verordnungen hier sind faktisch exklusiv Beschlüsse der Regierung, die allgemein verbindlich sind, also nicht ganz spezifische Regulierung, die etwas ganz Spezifisches bedingen, sondern allgemein generell abstrakte Verordnungen. So sieht das aus. Sie sehen hier diesen großen Sprung in den 70er Jahren, in der Regulierungsaktivität, die direkt aus der Exekutive kommt. Internationale Verträge. Sie sehen hier vor dem Zweiten Weltkrieg einiges an Aktivität und dieser Schub hier und diese relativ viel Aktivität auch am Ende zwischen den 70er Jahren und 80er Jahren. Hier haben wir den Ausschlag Corona, das sehen Sie schon hier, den Ausschlag über Verordnungen, die gemacht wurden für das Corona-Jahr 2020. Anderes, was wir nicht zuteilen konnten, zum Glück, nur ganz wenig sehen Sie, kann, das sind ein paar Schneegipfel hier oben. Ein bisschen wie der Schnee im Winter. Nicht mehr so viel wie früher, aber es gibt ein bisschen, ganz wenig. Man sieht es jetzt hier nicht allzu gut. Aber relativ wenig. Also der Hauptharst der Aktivität auf Bundesebene kommt aus Verordnungen, aus der Exekutive und internationalen Verträgen. Wenn uns die Anzahl Seiten interessieren würde, Sie sehen, das ist viel volatiler. Man beachte die Skala hier. Hier sind wir bei fast 800 Änderungen. Im Jahr etwa sind das etwa 2010. Und hier sind wir bei den Anzahl Seiten, sind wir hier in diesem Peak bei etwa 7000 Seiten geänderter Erlasse, die publiziert wurden. Das ist volatiler, aber im Prinzip der Grundtenor ist der gleiche. Also die Seiten oder Erlasse zeigen nicht ein völlig anderes Bild, deshalb belasse ich es bei den etwas stabileren Anzahl Erlasse. Gut, wie sieht es jetzt aus auf Kantonsebene? Also das eine, was ich vielleicht sagen muss bei der Bundesebene, ist halt schwierig zu interpretieren, was heißt das, diese große Erhöhung. Möglicherweise war es in den 70er Jahren, man hatte Ölkrisen, es gab eine hohe Kadenz, auch in dieser Zeit von Krisen. Vielleicht gab es einfach viel Anpassungsnotwendigkeit.
Das ist schwierig zu sagen, weil uns das Kontrafakt etwas fehlt. Uns fehlt, was hätte ein Bund gemacht, falls er irgendwie sich anders verhalten hätte, wenn er möglicherweise mehr Rahmenbedingungen gesetzt hätte. Das können wir nicht wissen, dieses Kontrafakt kennen wir nicht. Das Interessante an der Kantonsebene ist, wir können die Schweiz als kleines Labor gebrauchen. Wir wissen, dass die Kantone die gleichen Aufgaben haben, also die Kantone delegieren einige Kompetenzen an den Bund, sind aber für den Rest verantwortlich. Und jetzt ist die Frage, wie gehen die Kantone damit um? Gegeben, dass sie zum Teil sehr ähnliche makroökonomische Schocks haben, sie müssen Bundesgesetze gleichsam umsetzen und so weiter. Also die Idee, dass die Kantone vor sich angetrieben werden durch die Ausführung von Bundesgesetzen. Auch diese Dinge könnten wir uns anschauen auf Kantonsebene. Lassen Sie mich, sehen Sie das? Ja, hellblau. Also das ist ein Fuzzy Graph, Sie können jetzt noch nicht sehen, was ist, aber Sie sehen, dass es hier seit Anfang 1900, die meisten kommen ab 1908, sehr viel Varianz gibt. Jetzt, ich zeige Ihnen mal die Extremas. Das sind einerseits Genf, das ist das total geänderte Erlasse pro Jahr für den Kanton Genf. Und hier unten haben Sie den Kanton Appenzell Ausserrhoden. Das ist nicht der Kanton mit dem Kistli, sondern es ist der andere. Und Sie sehen, um die gleichen Dinge abzudecken, benötigt der Kanton Appenzell Ausserrhoden sehr viel weniger Änderungskadenz, als dies der Kanton Genf macht. Jetzt werden Sie sagen, ja logisch, Kanton Genf ist ein Stadtstaat, hochkomplexe Wirtschaft, Appenzell Ausserrhoden vielleicht ein bisschen weniger komplex, eher landwirtschaftlich und ländlich geprägt, das mag ein Unterschied sein. Wir könnten uns vielleicht mal Luzern anschauen, mit einem urbanen Zentrum, aber auch etwas ländlichen Gemeinden, und das ist Luzern. Oh, das heißt, Luzern ist hier im unteren Bereich viel näher an Aargau, am Appenzell Ausserrhoden als an Genf. Offensichtlich schafft es Luzern, mit weniger Änderungskadenz ähnliche Aufgaben abzubilden. Nehmen wir noch einen Kanton, der möglicherweise von der ökonomischen Komplexität etwas ähnlicher ist als Genf, auch sehr offen, sehr komplizierte Wirtschaft, komplexe Wirtschaft, das ist der Kanton Zürich. Kanton Zürich hat einige Ausschläge, auch so mit Entrümpelungsgesetzen und so weiter. Das sieht man auch, also wenn Dinge wieder abgeschafft werden, auch das würden wir sehen hier. Aber wir sehen, dass Zürich auch weit weg ist von der Aktivität im Kanton Genf. Also was wir hier erstmal sehen als Stylized Fact, ist, dass die gleichen Aufgaben im Prinzip durch sehr unterschiedliche Arten sich das Regulierungskorsett jährlich anzupassen. Man könnte sich vorstellen, dass einige Kantone ihre Rahmenbedingungen setzen, währenddessen andere Kantone stärker auch eingreifen bei Dingen, wo quasi die Rahmengesetzgebung nicht erreichen würde in der Auffassung eines solchen Kantons. Das ist das Total. Wir können nochmal aufgliedern nach Gesetzen. Wiederum hier Kanton Genf sehr viel aktiver mit am Schluss um die 150 Gesetzesänderungen pro Jahr, währenddessen Zürich auf Gesetzesebene deutlich weniger aktiv ist. Wenn wir das Gleiche machen auf Regierung, also quasi alle Verordnungen, das ist Aktivität rein aus der Regierung heraus, auch hier sehen wir Genf sehr viel aktiver, aber auch Zürich hat sich hier etwas angenähert. Dekrete, das ist also nicht auf Gesetzesebene, aber Aktivität auf legislativer Ebene unterhalb der Gesetzesstufe, sehen wir, dass es über die Zeit hier sehr wenig Aktivität gibt dieser Kantone. Aber wir sehen, dass zum Beispiel das Tessin und das Waadtland auch hier regulatorisch eingreift auf Parlamentsebene. Okay, das ist noch interkantonale Vereinbarungen, Konkordate. Da sehen Sie relativ wenig Aktivität bei vielen Kantonen. Basel-Stadt und Basel-Land, die haben viele Konkordate, Schule und so weiter, auch Spitäler, die haben relativ viel gemeinsame Dinge, die sie gemeinsam regeln. Und auch der Kanton Tessin, der in Konkordaten viele Teile abdeckt, die er sonst nicht alleine abdecken könnte. Okay, lassen wir uns mal von diesen vielen sehr schwankenden Grafiken etwas stabilerem hinziehen und wo wir die Geografie etwas anschauen können. Das ist die durchschnittliche Anzahl geänderter Erlasse der letzten 10 Jahre. Also nicht der letzten, von 2020 zurück bis 2011. Geografisch, was wir hier sehen, ist, es gibt so ein bisschen einen deutsch-schweiz-lateinischsprachigen Schweiz-Unterschied. Wir sehen hier relativ viel Aktivität im Bereich Westschweiz, französischsprachige Gebiete und das Tessin.
Was man aber auch sieht, ist, es wahrscheinlich etwas ist wie ländlich und urban. Wir sehen der Kanton Zürich, auch Basel-Stadt, etwas dunkel, blauer gegenüber den eher ländlich geprägten Kantonen. Also wir sehen hier geografisch etwas an Unterschieden. Wenn Sie jetzt denken, es ist nur die Sprache, weil vielleicht Französisch so viel länger ist oder Italienisch als Deutsch, das ist es nicht. Warum? Wir können das messen, indem wir schauen, Bundesebene, die publiziert alles in den drei Landessprachen, nicht in Rätoromanisch, soweit ich mich erinnern kann. Und wir haben auch den Kanton Graubünden oder den Kanton Fribourg, die zweisprachig publizieren. Und da sehen wir, dass sogar Italienisch und Französisch so ein kleines bisschen effizienter ist. Sind so im Durchschnitt 98, 99% der deutschsprachigen Länge. Also das ist es nicht. Es scheint hier etwas anderes am Werk zu sein. Wir können das auch nur auf Gesetzesebene machen. Das ist quasi die Idee, Gesetze sind die Grundlagen auch für Verordnungen und andere Aktivität. Und auch hier sehen wir ein sehr ähnliches Bild. Nun, ich habe Ihnen gesagt, wir machen das auch noch für den Bestand. Ich zeige Ihnen einfach, wie das hier aussieht. Das ist der Bestand, die Anzahl Erlasse, die wir haben in diesem Bereich. Das sind die ganz dunklen Teile, das ist Neuenburg, hier mit zwischen 1000 und 1300 aktiven Erlassen. Und Sie sehen hier Kanton Graubünden zwischen 300 und 400. Wiederum ähnliches Bild, Westschweiz, also lateinischsprachige Schweiz, Deutschschweiz, ein bisschen urbane Räume versus ländliche Räume. Wenn man nur die Gesetze nimmt, wiederum etwas ähnlich. Auch hier sieht man sehr ähnliche Dynamiken. Gut, was lernen wir? Wir haben auf Bundesebene haben wir diese sprunghafte Zunahme in den 70er Jahren, dann auch stark weitergehende und starke Zunahme bis an den Rand, etwas ausflachen ab 2010. Die Haupttreiber sind die Verordnungsebene, also Regulierung, die direkt aus der Exekutive kommt. Auf Kantonsebene haben wir diesen säkulären Aufwärtstrend, aber nicht für alle gleich, sondern sehr unterschiedlich. Wir haben große Unterschiede zwischen den Kantonen und über die Zeit. Und wahrscheinlich haben wir etwas Unterschiede ländlich, urban versus deutsch, französischsprachige, italienischsprachige Schweiz. Was sind nun die Unterschiede? Das eine ist natürlich die Zunahme der Regulierungsaktivität auf Bundesebene ist viel ausgeprägter als jene auf Kantonsebene. Und der Anteil der Gesetzesebene, die typischerweise als transparenter gilt, ist auch auf Kantonsebene etwas höher. Nun, was sind denn hier die politischen Institutionen, die hier einen Einfluss haben können? Das ist einerseits natürlich wieder Wettbewerb. Sie können sich vorstellen, dass auch Standortwettbewerb, also das, wie stark regulatorisch eingegreift wird, die Unternehmen und die Individuen dazu führen, dass sie möglicherweise Standortwahl unterschiedlich ausfallen lässt. Die Frage ist, ob sich der föderalistische Wettbewerb auch in den Kantonen irgendwie regulierungshemmend auswirkt. Diese Frage können wir im Moment nicht beantworten. Es wäre wahrscheinlich naheliegend, aber wir haben hier im Moment keine Antwort drauf. Wo wir ein bisschen Evidenz haben, ist zur Frage der direkten Demokratie. Und hier haben wir uns angeschaut, wie die Abschaffung des obligatorischen Gesetzesreferendums in 13 Kantonen, wie sich das ausgewirkt hat. Nicht alle Kantone kennen das. Einige Kantone haben es heute immer noch und einige Kantone hatten nie ein obligatorisches Referendum. Was typischerweise alle oder praktisch alle haben, ist ein fakultatives Referendum. Also wenn Sie eine gewisse Anzahl Unterschriften sammeln, können Sie gegen ein Gesetz vorgehen. Das haben im Prinzip fast alle. Wir schauen uns aber an die Abschaffung des obligatorischen Referendums. Über die Zeit haben sie es nur abgeschafft, niemand hat es eingeführt. Ich zeige Ihnen jetzt nun eine Grafik, nicht erschrecken. Es ist im Prinzip zuerst mal einfach die Rohdaten, die wir zusammengebaut haben. Was Sie haben hier ist der Zeitpunkt 0. Das ist in dem Jahr, wo das obligatorische Gesetzesreferendum abgeschafft wurde. Und was Sie sehen hier sind Durchschnitte im Prinzip mit einem Konfidenzintervall, aber das ist gar nicht so wichtig, für das Jahr vor der Abschaffung, 2, 3 oder 4 Jahre vorher. Und was man sieht, sind eine Regulierungsaktivität im Durchschnitt von 2 Logpunkten. 2 Logpunkte sind etwa 7,5 Änderungen auf Gesetzesebene pro Jahr. Nach der Abschaffung steigt diese Aktivität etwas sprunghaft an, auf 2,5 Logpunkte, das sind etwa so 12 Änderungen pro Jahr, und flacht dann etwas aus, aber bleibt signifikant höher. Also was Sie hier sehen in den Rohdaten, ist ein Sprung um etwa 30% höherer Aktivität nach Abschaffung des Gesetzesreferendums. Jetzt werden Sie sagen, ja gut, da gibt es Unterschiede. Da gibt es Demografie, die unterschiedlich ist zwischen Kantonen, ländlich, urban, Zeitraum, all das Zeugs.
Für diese Dinge kann man ökonometrisch kontrollieren. Wir haben sehr viele Daten zusammengetragen, um auch für den Teil zu kontrollieren. Wenn ich Ihnen das Gleiche nochmal plotte und Sie sich vorstellen, dass einfach für andere Faktoren, dass wir die hier rausfiltern und herausrechnen und einen ähnlichen Plot wieder machen, sehen wir folgendes Bild. Wiederum der Abschaffungszeitraum, das ist in einem gewissen Jahr, wurde abgeschafft, 4 Jahre vorher, 4 Jahre danach. Und was Sie sehen ist, zwischen Kantonen, die beide das obligatorische Gesetzesreferendum haben, vorher gibt es keinen systematischen Unterschied. Und nun im Prinzip einige Kantone schaffen ab, im Vergleich zu denen, die nicht abgeschafft haben, sehen wir wiederum diesen Sprung. Das Kontrafakt sind im Prinzip Kantone, die nicht abgeschafft haben. Auch hier eine etwa 50-prozentige Erhöhung zu Beginn der regulatorischen Aktivität. Also diese regulatorische Bremse des Finanzreferendums, des obligatorischen Gesetzesreferendums, Entschuldigung, wirkt regulierungshemmend. Wir haben uns auch angeschaut, ob mehrere Lesungen, das heißt, man im Parlament nicht an einem Tag, in einer Session ein neues Gesetz beschließen kann, sondern dass man ein zweites Mal debattieren muss und das auch an einem anderen Tag, mindestens an einem anderen Tag. Also die Idee, dass hier Ad-hoc-Mehrheiten zu viel Gesetzesaktivität führen, wäre hier die Idee. Und diese Stabilisierung, wir sehen, dass wenn mehrere Lesungen notwendig sind, finden wir eine leicht regulierungshemmende Wirkung. Was häufig diskutiert wird, sind Regulierungsbremsen. Die Idee so One-in-Two-out-Rules, also eine neue Regulierung, da müssen zwei bestehende Regulierungen abgeschafft werden. Es gibt immer wieder Motionen und Eingaben auf Bundesebene, auf Kantonsebene. Wir haben das nicht evaluiert, das ist jetzt eher etwas Einschätzung meinerseits. Ich bin eher skeptisch, weil sich die Frage stellt, ja, wie messen wir denn das? Ist es ein ganzes Gesetz? Sind es einzelne Artikel? Was sind die Erlasse, die dann zwei herausgestrichen werden können? Wir kennen etwas Evidenz für Kanada. Zu Beginn scheint das relativ leicht zu sein. Also die Gesetze zur Regulierung der Schreibmaschinenindustrie, die kann man ziemlich schnell mal eliminieren. Die Frage ist, wenn das mal geschehen ist, diese erste Bereinigung, was streicht man? Und wie operationalisiert man das? Das größte Problem sehe ich aber eigentlich im Effekt, dass man wahrscheinlich dieses Paketebilden etwas stabilisiert. Das heißt, nicht nur auf gegebenem Regulierungsthema müssen wir eine Mehrheit finden, sondern wir müssen auch noch aushandeln, wem man eine Regulierung wegnehmen muss. Das heißt, das Paketebilden wird deutlich wichtiger. Und das widerspricht ein bisschen der Idee der Einheit der Materie, die eigentlich für Initiativen einen wichtigen und sinnvollen Beitrag liefert. Also ich bin eher etwas unsicher, ob Regulierungsbremsen wirklich viel nützen werden. Natürlich häufig auch diskutiert sind Regulierungsfolgeabschätzungen, was wir im Moment eigentlich kennen. Das SECO vergibt solche Regulierungsfolgeabschätzungen. Typischerweise sind die aber nicht systematisch gleich gemacht. Sie sind auch nicht sehr unabhängig. Das sind immer wieder die gleichen Anbieter, die das machen. Und ich denke, es hier wäre es notwendig, sich darüber nach Gedanken zu machen, ob es hier vielleicht etwas Unabhängiges braucht, wo man immer auch die gleichen Methoden benutzt. Okay, zeitlich bin ich noch drin. Also, ich möchte auch kurz etwas sagen zu öffentlichen Unternehmen. Auch das ist etwas, was im Schatten läuft. Wir diskutieren das immer wieder, dass offenbar unterschiedliche staatliche Unternehmen, man nehme zum Beispiel die Post, nicht nur Postdienstleistungen hat, sondern ich kann gleich noch mein Handy-Abo machen, ich kann Versicherungen abschließen, ich kann mir jegliche Arten von kleinen Gadgets kaufen, also wie im Detailhandel, was im Prinzip mit der Idee der Postdienstleistung, die im Kernauftrag der Post liegt, wenig zu tun haben. Also diese Idee, dass es hier einen konstanten Ausbau der Tätigkeit über die Kernaufgaben von öffentlichen Unternehmen hinaus gibt. Was bedeutet das? Ist natürlich staatliche Konkurrenz von privaten Anbietern. Und typischerweise sind die Kosten dann auf privaten, währenddem potenzielle Gewinne aus dieser Aktivität wiederum ins Budget einfließen, also in die Staatsrechnung einfließen. Wir haben hier eine große Asymmetrie. Einerseits die Beiträge, wenn es denn die gibt, fließen ein, währenddessen die Kosten nicht sichtbar sind. Lassen Sie mich kurz zeigen, was die Post mittlerweile ist. Die Post ist nicht nur im engeren Sinn ein Postlogistikkonzern, sondern im weiten Sinn ein Logistikkonzern. Ich habe gestern nur die Beteiligungen in der Schweiz. Da gibt es E-Commerce, IT, Softwareentwicklung, viel für E-Commerce, Werbevermarktung, Eventplanning, Events planen, aber auch Reparatur, Vertrieb, Sterilisierung von Medizinalprodukten. Wir sehen die Gesundheitslogistik und Cybersecurity und einiges mehr. So sehen die Beteiligungen nur in der Schweiz aus.
ist vielleicht ein bisschen klein. Wichtig ist, dass Sie sehen, das sind die Orangen. Das sind Dinge, die 100% nichts mit der Postdienstleistung zu tun haben. Das sind eben diese Medizinalprodukte, Sterilisierung etc. Alles, was Logistik ist, habe ich noch nicht mal eingefärbt. Da gibt es zum Beispiel das eine Unternehmen, die Stella Brandenberger Transporte AG. Wenn man auf der Website ist, ist nicht mal sichtbar, dass das eigentlich ein Postkonzern ist. Das kommt als Familienunternehmen daher, ist aber eine 100% Tochter der Post. Also großes Portfolio von Dingen, die nichts im Prinzip mit der Kernaufgabe zu tun haben. Auch die Postfinanz, die hat große Venture Capital Investments in Fintech, Climate Tech, Insurance Tech, IT, Software und. Natürlich, ein Teil war wahrscheinlich geschuldet, dahingehend, dass der reine Zahlungsverkehr keine Margen mehr abgeworfen hat oder immer weniger Margen und man sich umschauen musste nach anderen Einnahmemöglichkeiten. Die BKW als bekanntes Beispiel, die Berner Kraftwerke, sind mittlerweile einer der größten Elektroinstallationsdienstleister in der ganzen Schweiz. Die haben viele Elektrodienstleister zusammengekauft, machen aber auch IT-Dienstleistungen, IT-Architektur, Planung, Softwarelösungen etc. SBB Cargo, auch hier sehr viel Aktivität bis hin zur Verdrängung von bestehenden Anbietern, zum Beispiel im Basler Rheinhafen. Da gab es bestehende Anbieter am Rheinhafen, die quasi Güter umgeladen haben. Die SBB macht mit einem Merger, mit Hupac und so weiter, neues Hafenterminal und die Weco hat festgestellt, dass die anderen Anbieter verdrängen wird, aber dass es möglicherweise Verbesserungen auf dem Schienennetz geben würde. Mehr Wettbewerb auf dem Schienennetz. Ich weiß nicht, woher es kommt, weil das Schienennetz typischerweise praktisch monopolistisch ist und SBB Cargo dominiert. Gut, also, was sind denn die Probleme öffentlicher Unternehmen? Sind die weiche Budgetrestriktion, das heißt also, dass es wird Geld ausgegeben, das möglicherweise im Wissen, dass Defizite potenziell gedeckt werden, dass das unternehmerische Handeln anders ausgelegt wird. Wir haben implizite oder gar explizite Staatsgarantien. Typischerweise gibt es große Vorteile bei den Finanzierungskosten, weil das Ausfallrisiko tiefer ist. Und natürlich politische Netzwerke, sehen wir immer wieder auch in den Medien, dass Politiker hin und her wechseln. Und was wir am Schluss natürlich haben, sind Wettbewerbsverzerrungen. Und Wettbewerbsverzerrungen sind typischerweise auf Kosten von Konsumentinnen und Konsumenten zum Vorteil von Unternehmen, die jetzt mit etwas mehr Marktdominanz auftreten können. Die Transparenz ist tief, weil die ausgelagerten Unternehmen eben nicht oder nur partiell in der Staatsrechnung sind, nur mit den Einnahmen, aber nicht mit den Kosten. Und damit wir im Prinzip dann keine Transparenz über die wahren Kosten und Nutzen dieser Aktivität haben. Stellt sich also die ordnungspolitische Frage, was ist eigentlich Staatsaufgabe und sollten wir möglicherweise staatliche Unternehmen wieder zurückstutzen auf das, was im Prinzip Kernaufgabe ist, auch wenn diese Kernaufgabe Defizite macht. Weil dann wird klar, wollen wir diese Kernaufgaben weiterhin staatlich bereitstellen? Das ist dann eine legitime demokratische Frage, die man stellen kann. Gut, also der lange Schatten. Sind im Prinzip diese drei Teile, die wir nur wenig sehen im Vergleich zu den finanzpolitischen Indikatoren. Und was könnte Licht ins Dunkel bringen? Ich habe es im Prinzip schon gesagt, dass einerseits ist Transparenz sehr wichtig, dass wir im Prinzip Licht dorthin bringen, wo wir es weniger sehen. Es sind politische Institutionen, die wir wahrscheinlich stärken sollten. Föderalismus entschlacken, also diese Verbandlung zwischen Kanton und dem Bund, die immer wieder zunehmen, dass wir hier vielleicht wiederum über eine Föderalismusreform nachdenken müssen, dass wir das wieder klar teilen. Wir müssen uns überlegen, dass die Finanzpolitik die starken Institutionen kennt, dass die eben wichtig ist und wichtig bleiben muss, dass wir keine Flucht in den Schatten erlauben oder weniger Flucht in den Schatten erlauben. Regulierungspolitik natürlich, das Gesetzesreferendum, wir können über die Regulierungsbremse nachdenken und natürlich eben ordnungspolitische Grundsätze. Was neu wäre und wir vielleicht ganz kurz am Schluss noch in die Diskussion in den Raum stellen möchte, ist die Idee, dass wir eben für einige Dinge politischen Wettbewerb stärken müssten. Und das ist die Idee mit unabhängigen Institutionen. Christoph Schaltegger und ich haben uns schon mal darüber publiziert, auch Rainer Reichenberger und ich haben vorgeschlagen, dass wir möglicherweise etwas Ähnliches machen müssten wie bei den Rechnungsprüfungskommissionen, diese Finanzkommission, die systematisch die Steuerinteressen organisieren. Also wir sollten versuchen, die unorganisierten Effizienzinteressen, das sind Steuerzahlerinteressen, Konsumenteninteressen zu stärken. Wie tut man das? Ja, was ist die Lobby der Steuerzahler? Wie heißt die? Hat jemand gleich den Namen im Kopf? Wie heißt die Schweizer Lobby der Steuerzahler?
Ja, ich kenne sie nicht, weil es gibt sie nicht. Ja, es ist einfach, wir sind alles irgendwie Steuerzahler, sehr unterschiedliche Interessen. Deshalb ist es schwierig, Steuerzahlerinteressen zu organisieren. Und deshalb ist natürlich das Interessengruppenspiel zwischen den Spezialinteressen häufig auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Die Idee ist hier, ob man versuchen kann, das institutionell abzubilden, ähnlich der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission, die quasi dieses Kartell der Interessengruppen immer wieder stören, indem sie Gegenvorschläge machen können, indem dass sie Kritik üben können. Und die Idee hier wäre, wir nennen das im Moment noch Gegenvorschlagskommission, noch kein sehr schöner Titel. Christoph und ich haben es mal versucht mit Bürgerrat, war aber wahrscheinlich nicht eine ganz so tolle Idee, weil es verwechselt wurde, aber die Idee, dass wir versuchen müssten, die finanzpolitische und die Steuerzahler- und Konsumenteninteressen institutionell zu organisieren, indem eine unabhängige Institution selbstständig alle Politikmaßnahmen anschauen kann und offen Gegenvorschläge einbringen kann im Parlament, wie auch in Abstimmungen. Hierbei würden wir natürlich eine andere Selektion brauchen als die standardpolitischen Akteure. Und hier wäre eine Möglichkeit, eine schweizweite Personenwahl im Mehrsitz Majors zu machen. Wir können vielleicht noch darüber diskutieren. Okay, damit würde ich schließen. Die Zusammenfassung erspare ich Ihnen. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf potenzielle Fragen. Vielen Dank. Ja, lieber Marc, herzlichen Dank. Das war ein gewaltiger Tour d'Horizon und das noch relativ in der Zeit. Herzlichen Dank. Du hast uns durchgeleitet durch die Staatsquotendiskussion, dann bist du in die Regulierungsfrage hineingetaucht, hast uns spannende Daten dazu gezeigt, dann bist du bei den öffentlichen Unternehmungen gewesen und am Schluss machst du noch Vorschläge. Jetzt stellt sich natürlich als allerletztes, bevor wir in die Diskussion gehen, die Frage, der Titel war der übergriffige Staat, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Was muss das Publikum mitnehmen? Kann man eines dieser beiden streichen? Ich glaube, empirisch ist schwierig einfach zu sagen, der ist übergriffig, weil wir das mit der Regulierungsaktivität nicht so klar fassen können. Meine Interpretation, ich denke, dass es hier schon stark in einer Detailregulierung, in einem Eingriff staatlichen Handelns, auch bei öffentlichen Unternehmen, ist der weit über das hinausgeht, was wir wahrscheinlich denken, auch effizient sein könnte. Aber das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, die wir nicht nur auf Daten stützen können. Gut, vielen Dank. Ich hoffe, mit dieser ganz leichten Provokation, die du dir jetzt noch erlaubt hast am Ende, hätten wir die Diskussion lanciert. Wer möchte sich provozieren lassen? Also wenn man sich anschaut, ob die Veränderung bei den Kräften, der politischen Kräften, einen Einfluss hat, sehen wir kaum große Einflüsse. Hat aber damit zu tun, dass durch die Änderungen über die Zeit das sind nicht riesige Shifts, die wir da beobachten. Wenn man es wahrscheinlich nur im Querschnitt anschauen würde, könnte man solche Dinge sehen. Nur da ist völlig unklar, woran das liegt. Ob die politische Mehrheit ein Grundproblem abdecken, deshalb Regulierung. Das ist eine schwierige Frage. Was wir aber sehen können, zum Beispiel, ist eben, dass es Unterschiede gibt zwischen Regionen. In der ökonomischen Aktivität ist typischerweise korreliert mit der regulatorischen Aktivität, aber eben das ist wiederum nur im Querschnitt. Das ist dann schwierig, ökonometrisch wirklich sauber zu differenzieren, woher das kommt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Was wir zum Beispiel sehen, ist, dass mittlerweile für die Bundesebene sehr schwierig ist, herauszufinden, was überhaupt die Aktivität ist. Weil mittlerweile sind Bundesämter dazu übergegangen, dass sie Dinge einfach auf der Webseite publizieren. Und diese Webseite kann wöchentlich ändern. Da überhaupt noch den Überblick zu behalten, was genau geändert wurde, ist enorm schwierig. Das sind dann viele Dinge, die etwas soft daherkommen, Kreisschreiben, die sind de facto eigentlich verpflichtend. Da gibt es ganz viel Regulierungsaktivität, die uns wahrscheinlich für die letzten Jahre sogar etwas unter dem Radar durchgeht. Also ich bin völlig einverstanden, dass hier deutlich mehr Aktivität
aus den Verwaltungen kommt, die im Prinzip nur indirekt über die Regierung verantwortlich sein muss, dem Parlament gegenüber. Da bin ich völlig einverstanden. Diese Dynamik, das ist etwas, das möchten wir noch verstehen, sind aber noch nicht ganz so weit. Deshalb ist es im Moment schwieriger, bessere Aussagen dazu zu machen. Aber bin ich völlig einverstanden. Jawohl. Okay. Zum ersten Punkt, was wir gemacht haben, wir können für die letzten Jahre, für die letzten 18 Jahre, können wir diesen Zusammenhang zwischen Bestand und Regulierungskadenz anschauen. Ich habe die Slide jetzt nicht hier, aber es ist eine große, starke positive Korrelation. Mehr Bestand ist deutlich mehr Aktivität. Das kann einerseits sein, dass man eben viele Dinge hat, die man ändern muss, weil man so viel gemacht hat. Aber ich glaube, wenn es nur noch Muffis, das eigentlich irrelevant ist, dann würde man wahrscheinlich wenig ändern. Was wir aber sehen, sind auch einige Kantone, Graubünden zum Beispiel, die haben gesagt, wir müssen entrümpeln. Und da sehen wir dann große Ausschläge, Entrümpelungsgesetze, die auf einmal 100 Erlasse außer Kraft setzen. Das sind Dinge, die sehen wir, die können wir auch gut identifizieren. Wahrscheinlich diesen Zusammenhang, den du beschreibst, der ist wahrscheinlich in unserem Daten drin. Das ist auch etwas, was wir uns anschauen möchten. Zur zweiten Frage bin ich nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe. Du denkst jetzt hier an die Bürokratie, die sich quasi an dieser Möglichkeit, sich auszuleben, labt. Ist das im Prinzip die Idee? Nein, wenn ich selbst Postpräsident wäre. Ah, bei öffentlichen Unternehmen. Und ja. Ich mache Gewinn. Ja, natürlich. Dann gebe ich doch das Geld lieber für mich aus, als dass ich das dem Parlament abgebe. Genau. Für das müssten wir uns anschauen, was auch tatsächlich an Gewinn fließt. Das haben wir uns noch nicht angeschaut. Ich glaube, im Fall der Postfinanz ist es ziemlich einfach. Der Beitrag zum Postkonzern ist geschwunden über die Zeit. Die gesamte Postbilanz sieht über die Zeit immer schlechter aus, weil der Beitrag der Postfinanz nicht reinkommt, über den gesamten Zahlungsverkehr, in dieser ganzen Tiefzinsphase. Und das war dieses Suchen nach Möglichkeiten, genau hier diesen Beitrag hochzuhalten, um nicht ins Argument zu kommen, ob tatsächlich an dieser ganzen Postkonstruktion etwas geändert werden muss. Ich hatte eine Diskussion mit Frau Egerschegi, als sie quasi in dieser Kommission war, zur Analyse der Situation der Post. Und das war eines der Hauptargumente. Das ist ein wichtiger Teil, dass es wahrscheinlich darum geht, sich auch zu rechtfertigen, keine Verluste zu schreiben. Ob dann noch die Gewinne so benutzt werden, um sich weiter auszudehnen, das müssten wir in den Daten anschauen, ist aber wahrscheinlich naheliegend. Ich bin völlig einverstanden. Also ich glaube, einer der wichtigsten, also typischerweise ist das Parlament zuständig für die Kontrolle der Regierung. Nur natürlich ist auch dort etwas unklar. Sie erinnern sich an die Diskussion über die Postfinanz. Was machen wir mit der Postfinanz? Sie bringt keine Gewinne mehr rein. Das hat dann auch das Parlament etwas beunruhigt. Aber nicht, weil es ordnungspolitisch ein Problem ist, sondern weil es möglicherweise Implikationen hat auf budgetärer Seite. Und Sie haben sich vielleicht, können sich erinnern, aber die Frage, ob man privatisiert. Wie privatisiert man etwas, das nur Zahlungsverkehr ist und keine Fristentransformation macht, also Hypothekargeschäft etc. Das Lobbying war groß, der Postfinanz, hier auch Hypothekargeschäft machen zu können. Die Vorlage ist am Schluss gescheitert und im Prinzip ist sie vor allem auch daran gescheitert, dass für eine Privatisierung man im Prinzip mehr oder weniger noch eine Milliarde an Kapital hätte einschießen müssen, damit man sich erhofft hätte, einen Abnehmer zu finden. Und das war dann offensichtlich zu viel des Sichtbaren, auch fürs Parlament. Und das ist danach gescheitert. Ich glaube, da gibt es natürlich schon eine gewisse symbiotische Beziehung. Solange es auch Gewinnbeiträge gibt für die öffentlichen Finanzen, ist auch das Parlament dann quasi am Mitfahren genau bei diesem Problem der öffentlichen Unternehmen. Deshalb bin ich der Meinung, dass schon die Frage sich stellt, wie man das ordnungspolitische, die Grundsatzfrage wieder stellen kann. Wie man das jetzt genau macht, wäre ich eher zurückhaltend, weil wir das nicht so genau wissen, wie man das jetzt quasi mit einer Bremse oder etwas Explizitem machen würde. Deshalb stark der Vorschlag, dass man das transparent machen muss und quasi das eben genau solche Dinge durch eine unabhängige Institution, die sich genau diese Fragen stellt und die von Konsumenten und Steuerzahlern so direkt wie möglich
delegiert werden, wo man schauen kann, was machen denn die? Vertreten die meine Interessen oder sind die konstant in den normalen Kuhhändeln drin, die das Parlament oder bis hin auf Regierungsebene stattfinden? Also wir brauchen irgendwie sowas wie einen Kartellbrecher, der dieses stillschweigende, ja, das Fließen von Gewinnen halt zulässt, obwohl es wahrscheinlich wirtschaftspolitisch unsinnig ist. Da bin ich bei den öffentlichen Unternehmen vielleicht auch über Wettbewerbsbehörden ansetzen. Nicht? Also in der EU wird ja der öffentliche Bereich bis zu einem gewissen Grad von den Kartellbehörden kontrolliert. Das wäre in der Schweiz auch denkbar. Aber im Moment ist das Wettbewerbsrecht dort sehr, sehr zahm. Und eben auch das Beispiel von SBB Cargo mit dem Hafenbau am Rheinknie hat das Iveco explizit akzeptiert, dass hier drei langjährige Rheinhafen-Logistikanbieter verdrängt werden, weil es offenbar eine wettbewerbsfördernde Dimension auf dem Schienenbereich hätte, was eigentlich etwas erstaunlich anmutet. Ja. Eine gute Frage. Ich hab gehofft, dass die Frage nicht kommt. Ich wusste, dass sie kommt, weil das ist die große Frage. Nun, wir haben darüber nachgedacht, ob wir das inhaltlich erfassen wollen. Wir haben das am Schluss nicht gemacht, weil wir es einfach nicht stemmen konnten. Der Korpus von diesen Änderungen ist gigantisch. Und es gibt natürlich auch keinerlei Disziplin. Ein Artikel 5 im einen Jahr ist Artikel 37 bei der nächsten Änderung. Das heißt, man müsste das alles nicht nur digitalisieren, sondern auch inhaltlich vollständig erfassen, überhaupt um diese Zusammenhänge zu machen. Das zweite Problem ist, man weiß typischerweise nicht, woher das ändert. Was war die Regulierung vorher, weil dieser Bestand nicht abgelegt wird. Was Sie heute haben, ist ein Gesetzesbestand zum heutigen Zeitpunkt. Das ist die systematische Sammlung. Und die Änderung, die wird so dokumentiert, dass man das eine lose Blattsammlung, heutiger Stand, das Blatt nehme ich raus, werfe es in eine Kartonschachtel oder ich lege es gleich direkt weg in Müll und ich mache einfach das neue Blatt rein. Das heißt, diese Regulierungsaktivität inhaltlich zu bestimmen, ist faktisch unmöglich oder extrem schwierig. Wir haben uns noch nicht daran getraut, das zu machen. Das ist aber eine extrem wichtige Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Außer natürlich irgendwelche Ad-hoc-Evidenz oder Beispiele. Ja, wahrscheinlich Hunderegulierung ist so ein Thema. Da gibt es unterschiedlichste Hunderegulierungen über die Kantone hinweg. Wir haben das mal angeschaut vor 20 Jahren über die Kantone. Das war eine Studentenarbeit. Ich kann mich nicht mehr mal genau daran erinnern. Aber da gab es ganz viel Änderungen. Da war ein medial großes Ereignis. Ein Kind, das einem Hund zum Opfer fiel, das eine ganze Lawine ausgelöst hat. Aber da gibt es viele solcher Beispiele. Ich gebe wahrscheinlich auch viele Beispiele von extrem guter Regulierung. Oder vielleicht müsste man die Absolventenzahlen der Kollegen der juristischen Fakultät noch genau berücksichtigen, aber das schneiden wir hier schön raus. Und diese Daten haben wir, die Anzahl Anwälte pro Kanton und Jahr. Okay. Das können wir uns noch anschauen. Das wäre natürlich ganz böse, das anzuschauen, aber würde vielleicht etwas Licht in das Dunkel und in den Schatten bringen. Auf jeden Fall herzlichen Dank, Marc, dass du bei uns warst. Herzlichen Dank für diese spannenden Einsichten in ein wichtiges Gebiet, das, finde ich, bis anhin auch sehr unterbeleuchtet war. Es ist extrem wichtig, dass wir nicht nur Daten anschauen, die wir einfach erhältlich von statistischen Ämtern erhalten können, sondern dass wir in diese Regulierungsaktivität und diese öffentlichen Unternehmen versuchen, etwas zu ergreifen, was sie für eine ökonomische Bedeutung haben und wo auch die Probleme, die nicht nur die Governance-Probleme sind, sondern auch die Risikoprobleme sind. Herzlichen Dank, dass du da uns wichtige Einsichten gegeben hast. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ihnen Dankeschön, dass Sie dabei waren, munter mitdiskutiert haben. Und in diesem Sinne darf ich Sie gerne begleiten in einem großen Applaus für Marc Schelko und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Abend.